Dorothea zu sein. Dr. Schwester Dorothea. Mein Baby. Mein Baby darf nichts passieren. Verena Holländer, 34, Verdacht auf innere Verletzungen. Schockraum. Ist vom Fahrrad gestürzt und auf einen Poller geprallt. Druck 95 zu 53, Frequenz 101, Sättigung okay. Sie schreit auf einen Schock zu. Was ist mit dem Kind? Das Kind kann ich nicht sagen, aber ich denke, bis heute Monat. Siebte. Weitere Verletzung? Schürfwunden am rechten Arm. Sonst konnte ich äußerlich nichts feststellen. Warte, J. 1, 2, 3. Sind die Angehörigen verständigt? Ihr Mann ist unterwegs. Wir kommen dann klar. Ihr merkt, meine Mutter ist total in dich verschossen. Ja, aber ich glaube, deinen Eltern wäre es lieber, du. Du musst eine Krankenschwester heiraten, keinen Oberarzt. Na ja, aber ist doch toll, dass die unsere Hochzeit sponsern. Ey, mal langsam, wir haben noch nicht mal einen Termin. Ja, deswegen gehen wir doch übermorgen zum Standesamt und bestellen das Aufgebot, ja? Oh, ja, die Gynäkologin. Blum. Es hat alles seine Ordnung. Wir sind so gut wie verheiratet. Bis später, ja? Was liegt an? Ja. Ah ja. Frau Ebert? Dr. Burisch? Wie lange müssten Sie eigentlich im Voraus einen Hochzeitstermin wissen? Es wäre doch schade, wenn mein Bräutigam an dem Tag Dienst hat. Drei bis vier Wochen, dann dürfte das kein Problem sein. Ja, wunderbar. Vergessen Sie nicht, sich an dem Tag auch freizugeben, ja? Mhm. Leg Sie hin. Ja. Tschüss. Für dich. Kuchen von Mutti. Bis später, ja? Hier, das hat Dr. Benatzev abgegeben. Könnte das für Sie sein? Ja, das ist von Dr. Burisch. Ist er noch im Haus? Der Rettungswagen musste gleich wieder raus. Ach, übrigens, vielen Dank für die Einladung zur Hochzeit. Einladung? Ach so, ja. Gern. Alles schneller, als Sie dachten, was? Ja, ziemlich schnell. Bitte? Nichts. Na, mein Leibarzt? Der Kloß ist kein Hunger. Später. Was hast du da? Was meinst du? Ist das richtige Ambiente für zwei verliebte, aufstrebende Ärzte, die heiraten? Hä? Sieht gut aus. Mhm. Du, tragen wir weiß? Sind wir Fummeltrinen? Kein Kleid. Ärztekittel. Übrigens, für die Einladung habe ich schon ein paar mögliche Druckereien gefunden. Und die Grafik macht ein Freund von mir. Du brauchst dich also nur noch um die Ringe für uns zu kümmern. Und du weißt ja, Diamonds are a boy's best friend. Ringe? Ja, okay, okay, die suchen wir zusammen aus. Aber weil ich weiß, dass du ohne mich total aufgeschmissen bist, habe ich Voss schon mal gefragt. Voss? Was denn? Dass er Trauzeuge wird. Du hast... Ist doch dein bester Freund, ich dachte eben... Über meinen Kopf hinweg! Du meine Güte, das hat sich halt so ergeben, als ich ihm den Hochzeitstermin gesagt habe. Trauzeugen, Ringe, Hochzeit. Komm, das gehört doch dazu, wenn man heiratet. Mutis Kuchen. Ich erstick dran. Bereust du jetzt etwa, dass du ja gesagt hast? Ich gebe mein ganzes bisheriges Leben auf. Ob du es bereust? Als ich dich das erste Mal sah, geriet mein Leben vollkommen aus dem Tritt. Ich meine, sowas habe ich seit meinen Teenager-Tagen nicht mehr gefühlt. Und es war doch so, wie es war. Es war doch alles bisher in Ordnung, oder? Oh. Was haben wir denn hier? Halten Sie sich da raus. Eine Ehekrise. Wollen wir das Ganze lieber vergessen? Ja. Ja, verdammt noch mal! Hm.